Und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Wilmar Kalle von Ornithologie für Anfänger und heute möchte ich dir über 35 häufige Gartenvögel vorstellen, damit auch du sie in Zukunft sicher bestimmen kannst. Ich würde mich freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst, um in Zukunft keine ähnlichen Videos mehr zu verpassen. Jetzt aber genug erzählt, beginnen wir mit dem ersten Vogel. Diese sind heute mal alphabetisch sortiert, außerdem findest du Zeitabschnitte in der Videobeschreibung, falls du einen speziellen Vogel suchst. Starten wir mit der Amsel. Amseln sind 24 bis 29 cm große Vögel. Das Männchen ist schwarz mit gelbem Schnabel und Lidring. Das Weibchen ist braun gefärbt mit einer etwas helleren Brust. Amseln geben viele verschiedene Rufe und Gesänge von sich, aber sehr einprägsam ist dieser flötende Gesang, welcher zum Beispiel vom Hausdach aus vorgetragen wird. Machen wir weiter mit einer kleinen süßen Meise, nämlich der Blaumeise. Sie ist etwas kleiner als die Kohlmeise und an der gelb-blauen Färbung bestens zu erkennen. Der stimmfreudige und sehr aktive Vogel ist häufig am Futterhaus zu beobachten. Dabei sind sie oft wenig scheu. Aber auch in der wärmeren Jahreszeit ist sie im Garten zu beobachten. Oftmals nimmt sie Nistkästen dankend an. Der Buchfink, unser nächster Vogel, ist ganzjährig im Garten zu beobachten. Im Winter am Futterhaus oder eben singend im Frühjahr oder Sommer. Buchfinken kommen überall dort vor, wo es einige Bäume gibt. Sie sind nicht auf Nistkästen angewiesen, denn sie bauen ihre Nester in Bäumen oder auch in Hecken. Buchfinken sind sehr bunt gefärbt und dadurch eigentlich unverkennbar. Das Weibchen ist wie bei den meisten heimlichen Vögeln etwas schlichter und unauffälliger gefärbt, um beispielsweise beim Brüten nicht aufzufallen. Kommen wir nun zum Buntspecht. Dieser große schwarz-weiß-rote Specht ist eigentlich ein klassischer Waldbewohner, welcher aber auch den Weg in die Gärten gefunden hat. Im Winter reizt ihn das Futterhaus, aber auch im Sommer ist er immer wieder im Garten zu beobachten. Das Männchen hat einen roten Hinterkopf, was beim Weibchen fehlt. Er ist der häufigste Specht bei uns und außerdem an seinem tiefroten Steiß zu erkennen. Der Eichelhäher gehört wie der Buntspecht zu den größeren und eher scheueren Gartenbesuchern. Mit seinem rosa-grau-braunen Gefieder und der Größe ist er direkt der Boss am Futterhaus. Sein Gefieder ist außerdem noch schwarz-weiß und schön blau gefärbt, ein wahrer Hingucker. Der Eichelhäher gehört zu den Vögeln, die sehr laut ihre Artgenossen, aber auch eben andere Tiere vor Gefahren warnen. Werfen wir jetzt einen Blick auf die Elster. Auch sie kann das ganze Jahr über regelmäßig im Garten beobachtet werden. Sie ist schwarz-weiß-blau gefärbt und an ihrem dunklen, leicht grünlich glänzenden Schwanz bestens zu erkennen. Im Flug flattert sie geradlinig und teilweise mit kurzen Gleitfluganlagen. Auf dem Boden schreitet sie selbstbewusst oder hüpft beidbeinig. Der Erlenzeisig, der Vogel, der in Teilen von Deutschland auch brütet, ist vor allem im Winter in größeren Scharen in unseren Wäldern, Feldern, aber eben auch Gärten zu beobachten. In der kalten Jahreszeit kommen größere Schwärme aus Skandinavien zu uns, um den milderen Winter hier zu verbringen. Erlenzeisige sind gelb-schwarze Vögel mit kurzem spitzen Schnabel. Ich habe mal ein ganzes Video zu den gelben Vögeln gemacht, damit du sie sicher bestimmen kannst. Der zutrauliche Vogel ist im Winter gelegentlich in größeren Schwärmen in Erlen, Birken oder eben auch an Futterstellen im Garten zu beobachten. Der nächste Vogel, der Feldsperling, ist ein naher Verwandter des häufigen Haussperlings. Feldsperlinge haben allerdings eine schokoladenbraune Kappe und einen schwarzen Wangenfleck, sodass sie einfach vom Haussperling zu unterscheiden sind. Feldsperlinge bewohnen strukturreiche Gärten mit alten Baumbeständen, wo sie in natürlichen Höhlen und Nistkästen brüten. Auch sie sind sehr gesellig und oftmals in kleineren Gruppen, sogenannten Trupps, zu beobachten. Dabei sehen Männchen und Weibchen gleich aus. Der Gartenbaumläufer, der nächste Vogel auf unserer Liste, führt ein sehr spannendes Leben. Der kleine, unauffällig gefärbte Vogel mit spitzem gebogenen Schnabel lebt überwiegend an Baumstämmen. Dort klettert er spiralförmig und rastlos auf der Suche nach Insekten herum. Sein Nest errichtet er hinter hervorstehende Baumrinde. Da es außerdem den optisch sehr, sehr ähnlichen Waldbaumläufer gibt, ist es hier besonders wichtig, auf die Rufe und Gesänge des Gartenbaumläufers zu achten und mit diesen vertraut zu werden. Sein Ruf ist sehr kräftig, sein Gesang eine kurze, holprige Strophe. Einer der schönsten Gartenvögel ist auf jeden Fall der Gartenrotschwanz. Anders als viele andere Gartenvögel ist er nicht ganzjährig bei uns, sondern verbringt den kühleren Winter im wärmeren Afrika. Ab etwa Ende April bis in den September hinein ist er aber in unseren Gärten und in der strukturreichen Wald- und Parklandschaft heimisch, wo er in Baumhöhlen oder seltener auch Nistkästen brütet.
Gartenrotschwänze leben ansonsten recht verborgen und lassen sich häufig nicht gut beobachten, aber ihr kurzer, wehmütiger Gesang ertönt häufig schon früh am Morgen. Die Gartengrasmücke, ein weiterer Sommervogel, welcher den Winter im warmen Süden verbringt, gehört zu den unscheinbarsten Vögeln im Garten. Zu dem nichtsaussagenden Aussehen kommt noch ein sehr scheues Verhalten, sodass man diesen Vogel kaum zu Gesicht bekommen wird. Gartengrasmücken sind von Mai bis September bei uns und brüten in verwilderten Gärten in dichtem Gebüsch. Machen wir weiter mit dem Gimpel. Das rosarot gefärbte Männchen mit schwarzer Kappe ist nicht zu verwechseln. Das Weibchen ist blasser braungrau gefärbt. Insgesamt ist der Gimpel ein großer, sehr kompakter Fink mit großem Kopf, großem Stirnlacken, und Gimpel sind häufig paarweise oder in kleinen Gruppen unterwegs. Sein flötender Ruf ist häufig mal zu hören, außerdem sieht man den recht zutraulichen Finken gelegentlich am Futterhaus. Der nächste Vogel, die Goldammer, gehört wieder zu den sehr auffälligen Vögeln. Gerade im Frühjahr, Sommer oder bis tief in den Herbst hinein trägt das Männchen von erhobenen Sitzwarten den simplen Gesang vor. Auch wenn das Männchen im Prachtkleid mit deutlich gelbem Gesicht und Bauch unverkennbar ist, ist das Weibchen deutlich schlichter gefärbt. Da es immer wieder Verwechslungen von Goldammer, Gierlitz und Erlenzeise gibt, verlinke ich auf dieses separate Video, was ihr unten in der Videobeschreibung findet. Goldammern kommen viel in der Agrarlandschaft mit einzelnen Hecken vor, immer wieder sind sie aber auch in größeren Gärten, beispielsweise an der Futterstelle, zu beobachten. Der Grauschnäpper ist, wie der Name schon sagt, ein grau-weiß gefärbter Vogel. Der kleine, schlanke Singvogel brütet in Gärten, Parks und lichten Wäldern. Auch er ist ein ausgeprägter Zugvogel, welcher erst im Mai zu uns gelangt. Machen wir weiter mit dem Grünfinken. Der auffällig grün und gelb gefärbte Fink ist ein ganzjähriger Bewohner vieler Gärten. Er ist zudem an seiner Färbung, an dem kräftigen Kopf und auch an dem kräftigen Schnabel zu erkennen. Das Weibchen ist etwas matter, eher graugrün gefärbt. Der kräftige Fink freut sich vor allem über leckere Körnerfutter im Garten. An Rosinen oder Äpfeln sieht man ihn eigentlich nicht. Das sieht man auch sehr gut an dem massiven Schnabel, welcher wie für das Knacken von harten Sämereien und Körnern gemacht ist. Im Winter ist der Grünfink, wie eben schon erwähnt, häufiger an der Futterstelle, im Sommer häufiger im Baum oben singend. Der Grünspecht ist der zweite Specht auf dieser Liste. Der scheue, aber große grüne Specht hält sich viel am Boden, wo er nach seiner Lieblingsnahrung, nämlich Insekten und Ameisen, sucht. Grünspechte sind super an der grünen Färbung, dem roten Scheitel und der schwarzen Maske zu erkennen. Außerdem geben sie häufig ihre Rufe und Gesänge von sich ab, die über 100 Meter zu hören sind. Grünspechte trommeln eher seltener, aber an ihrem Gesang und Rufen, dem sogenannten Lachen, sind sie sehr gut zu bestimmen. Der nächste Vogel ist der wohl bekannteste Besucher der Futterstelle. Der gesellige Haussperling ist etwa 14 bis 16 cm groß und ein robuster Vogel mit großem Kopf und kräftigem Schnabel. Sein grauer Bauch, braun-schwarzer Rücken und die schwarze Kehle sind gute Merkmale, aber um ihn sicher vom Feldsperling zu unterscheiden, gilt es, einen Blick auf die Kappe zu werfen. Haussperlinge haben das Grau des Betons auf ihrem Kopf, Feldsperlinge das Braun des Feldes oder der Bäume. Haussperlinge sind in größeren Gruppen am Futterhaus oder im Garten anzutreffen. Ihr Ruf ist ganzjährig in Siedlungen zu hören. Er brütet in Hecken oder auch in Nistkästen und ist dabei sehr gesellig. Der Hausrotschwanz ist von beiden heimischen Rotschwänzen die Art, die deutlich häufiger in Siedlungen anzutreffen ist. Der Kurzstreckenzieher, welcher die kalten Wintermonate im Mittelmeerraum verbringt, brütet in Gebäudenischen oder Halbhöhlen. Er ernährt sich von Insekten und ist in vielen Gärten heimisch. Sein Gesang ist ganz schön früh morgens zu hören, wenn es noch stockdunkel ist. Der nächste Vogel ist wieder eine Art, welche sehr gut im Versteck spielen ist. Die Rede ist von der Heckenbraunelle, welche etwa so groß wie ein Rotkehlchen wird. Heckenbraunellen sind sehr gut getarnt und verschwinden meist schnell wieder im dichten Gebüsch, wenn sie überhaupt mal zu sehen sind. Sie ernähren sich von Insekten, sind aber auch an Futterhäusern zu sehen. Heckenbraunellen hören sich für mich immer nach piepsigen, verärgerten Vögeln an. Vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen zum Lernen. Der Kleiber ist ein Akrobat unter den heimischen Gartenvögeln. Kopfüber können sie Stämme herunterklettern. Dabei wirkt der kleine Vogel halslos, sein großer Kopf mit langem spitzen Schnabel setzt direkt auf dem Körper auf. Er klettert ruckartig, aber geschickt und ist häufig nur kurz am Futterhaus zu beobachten. Man erkennt ihn bestens an seiner Kletterweise, aber auch an seiner Färbung. Kleiber haben eine graublaue Oberseite, einen schwarzen Überaugenstreif, eine rostbeige Brust und Bauch und ein helles Gesicht.
Kernbeißer ist ein weiterer Gartenvogel, der optisch sehr auffallend ist. Der größte Fink hat nicht nur einen sehr bulligen Körper und Kopf, sondern auch noch einen der massivsten Schnäbel im ganzen Tierreich. Kernbeißer sind scheue Bewohner von alten Laubwäldern, aber auch immer wieder im Garten anzutreffen. Oft sitzen sie oben auf den Bäumen oder vergnügen sich mit Körnern und Sämereien an der Futterstelle. Das beste Kennzeichen der großen Meise ist der schwarz-weiße Kopf gepaart mit der hellgelben Bauch und Brust, welcher von einem schwarzen Strich durchzogen ist. Kohlmeisen sind ganzjährige Bewohner der meisten Gärten. Sie brüten in natürlichen Baumhöhlen oder eben auch Nistkästen und im Winter sind sie sehr regelmäßig an der Futterstelle zu beobachten. Ihre Rufe und Gesänge sind sehr vielseitig und leicht mit den Gesängen und Rufen der Blaumeise zu verwechseln. Wer also Meisen in seinem Garten hört, sollte häufiger nochmal genauer hinsehen, um welche Art es sich denn wirklich handelt. Der Mauersegler ist eine total spannende Art. Fast immer in der Luft und trotzdem in manchen Gärten heimisch. Der ausgezeichnete Flieger ist Langstreckenzieher und überwintert in Afrika. Im Hochsommer brüten sie in angebrachten Nisthilfen oder an kleineren Ritzen und Nischen in und unterm Dach. Mauersegler sind elegante und schnelle Flieger, welche einen charakteristischen langgezogenen Flugruf von sich gibt. Welche auf den ersten Blick ähnlich wie der Mauersegler aussieht, ist nicht näher mit dem Segler verwandt. Die Schwalbe brütet gerne in größeren Kolonien, in Siedlungen oder an Gebäuden. Ihre kugelförmigen Nester, die sie mit Speichel und Lehm an Hauswände bauen, sind leider oftmals nicht mehr gerne gesehen. Im Gegensatz zur Rauchschwalbe, die wir später noch behandeln, hat die Mehlschwalbe nur einen leicht gegabelten Schwanz. Auch die Mehlschwalbe ist ein ausgezeichneter Flieger und ausgeprägter Zugvogel und somit nur von April bis September bei uns zu beobachten. Die Mönchsgrasmücke, ein weiterer Gartenvogel, welcher nur im Sommerhalbjahr zu beobachten ist, ist sehr gut an seinem Aussehen zu erkennen. Hat der graue Vogel eine braune Kappe, ist es ein Weibchen, hat er eine schwarze Kappe, ist es ein Männchen. Anders als ihr Name es vermuten lässt, ist die Mönchsgrasmücke diejenige Grasmücke, die viel häufiger als die Gartengrasmücke im Garten zu beobachten ist. Ihr Nest baut sie recht bodennah in dichten Gestrüpp. Ihr Gesang ist typisch melodisch, teils schwatzend. Gegen Ende sind aber schöne, flötende Töne zu hören, sodass man sie dann sicher von der Gartengrasmücke abgrenzen kann. Die meisten bisher behandelten Gartenvögel waren eher kleine Singvögel, aber auch größere Vögel wie die Rabenkrähe sind in vielen Gärten zu beobachten. Der große schwarze Vogel ist clever und scheu, aber große und wilde Gärten ziehen den schönen Vogel trotzdem an. Man unterscheidet ihn von der Saatkrähe durch den fehlenden weißen Schnabelansatz. Rabenkrähen sind ganzjährig bei uns und immer wieder in den Gärten zu beobachten. Die Rauchschwalbe ist ein weiterer Bewohner so mancher Gärten. Sie brütet im offenen Kulturland und Dörfern oftmals in der Nähe zu Bauernhöfen oder größeren Tieren, da dort viel Nahrung und genügend Brutplätze verfügbar sind. Der Brutvogel, der von April bis Oktober bei uns zu beobachten ist, lässt sich im Flug sehr gut an den langen Schwanzspießen am gegabelten Schwanz erkennen. Die Ringeltaube, die größere und prallere Taube, ist sehr gut am weißen Halsfleck zu bestimmen. Sie ist grau gefärbt und hat einen blaugrauen Kopf und eine weinrote Brust. Ringeltauben sind aufgeplustert, sehr rund und beim Auffliegen klatschen ihre Flügel häufig aneinander. Ihr Gesang ist fünfsilbig und häufig von den Dächern zu hören. Von Dächern singen macht allerdings auch die Türkentaube, welche auch immer wieder auf Hausdächern und in Gärten zu beobachten ist. Ihr Gesang ist dreisilbig und dadurch ganz gut von der Ringeltaube zu unterscheiden. Außerdem sind sie deutlich schlanker und kleiner als Ringeltauben und viel heller gefärbt. Türkentauben lassen sich außerdem gut am schwarzen Halsstrich erkennen. Eine Nummer kleiner als die Tauben ist das Rotkehlchen. Der kleine, bräunlich gefärbte Vogel fällt vor allem durch seine orangene Kehle auf. Er ist in fast jedem Garten zu finden. Außerdem sind Rotkehlchen immer langbeinig und im Winter teils sehr rund und kompakt, obwohl sie eigentlich sehr schlanke Tiere sind. Sie bewegen sich meist rasch hüpfend auf dem Boden und sind dabei zwar vorsichtig, aber auch recht zutraulich und neugierig. Ihr harter Ruf ist regelmäßig zu hören, wenn Gefahr durch Menschen, Sperber oder auch Katzen droht. Sie sind regelmäßig an der Futterstelle zu beobachten, welche weiches Futter wie Rosinen oder Äpfel beinhalten. Außerdem brüten sie in Halbhöhlen, Nistkästen oder im Dickicht in wilderen Gärten. Zweifelsohne einer der süßesten Vögel ist die Schwanzmeise. Im Winter oft in geselligen Trupps unterwegs, gerne auch am Futterhaus, im Sommer brütet sie in einem kunstvoll geflochtenen Kugelnest im Garten.
Schwanzmeisen sind unverkennbar und nicht mit anderen Vögeln zu verwechseln. Nicht umsonst werden sie auch liebevoll die Bratpfannen genannt. Der Star, unser nächster Vogel auf der Liste, gehört zu den spannendsten Vögeln. Früher mal der Zugvogel schlechthin, hat sich der Star mittlerweile zumindest teilweise in Süddeutschland als Jahresvogel entwickelt. Sie brüten in wilderen Gärten und mit größeren Baumhöhlen. Ihre Lautäußerungen sind sehr vielseitig, sie imitieren gerne andere Vögel, eben aber auch Menschen oder Geräusche von Maschinen und so weiter. Der bunte Stieglitz, auch Distelfink genannt, ist ein weiterer Bewohner vieler Gärten. Im Winter ist er in Trupps am Futterhaus oder an Sonnenblumen und Disteln zu beobachten und im Sommer brütet der schöne Fink mit spitzem Schnabel und rotem Gesicht in Kulturlandschaften im lichten Wald, aber eben auch in Gärten. Die oft unauffällig gefärbte Meise mit schwarzer Kappe ist mit der Weinmeise sehr, sehr gut zu verwechseln, welche aber weniger in Gärten vorkommt. Sumpfmeisen sind vor allem an ihren Lautäußerungen zu bestimmen, welche ihr gerade im Hintergrund gehört habt. Zwei Vögel mit Z habe ich aber noch für euch. Die Rede ist zum einen vom Zaunkönig, welcher wegen seiner braunen Färbung und geringeren Größe vielleicht zwar leicht untergeht, aber seine Stimme ist nicht so ganz leicht zu überhören. Der kleine Vogel ist sehr stimmkräftig, weil sie häufig neben lauten Gewässer vorgekommen sind. Zaunkönige sind viel am Boden unterwegs und klettern geschickt im dichten Geäst umher auf der Suche nach kleineren Insekten und Spinnen, die sie fressen. Zum anderen gibt es aber auch noch den Zilpzalp im Garten. Dieser optisch unauffällige Vogel ist daran zu erkennen, dass er seinen eigenen Namen singt. Das soll es auch schon wieder von diesem Video gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte dir einen sehr guten Überblick über alle möglichen Gartenvögel geben. Fehlt dir noch ein Vogel, der bei dir vorkommt, aber in diesem Video nicht drin ist, oder hast du sonst noch Anregungen, dann schreibe mir gerne mal einen Kommentar.